Ja, manche wissen wieder nicht, was sie machen sollen. Wir sind übrigens bei über 90 Stunden schon in diesem Projekt. Ja. Wobei die meiste Arbeit halt wirklich war, diese Insel flach zu machen. So, hier wird es auch Zeit zu verschieben. Hier wird wieder schönes Muster reingemacht. Ich glaube, jetzt können wir dann demnächst wieder umswitchen.
So, dann switchen wir jetzt mal wieder um. Ab in die Tunnels mit euch. Die zum Glück keine Tunnels sind für euch. Ja, ich wünschte nur, sie wären etwas intelligenter, was die Wegfindung angeht. Also wenn ich sagen würde, hier runter gehen. Also von hier aus hier runter zu gehen, zu dem Punkt hier. Ich kann da leider keine Linie zeichnen, würde ich jetzt gerne. Alles, was ich gehen kann, hätte einen... ich nenne es jetzt einfach mal Schwerewert von 1. Und sobald ich springen muss, habe ich einen von 5. Das heißt, wenn ich, sagen wir, von hier oben hier runter will. So, die beiden sind jetzt nicht mitgezählt. Wäre das, wenn ich so gehen würde. Und da sie um Ecken gehen können, lassen wir das so zählen. Wäre das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 schwere Punkte. So, wenn ich jetzt jedoch hier runterspringen würde. Wären das 1, 2, 3, 4, 9, 10 Punkte. Dadurch würde die KI sagen, hier runter gehen, um die Ecke gehen, wäre einfacher. Aber das ist nicht mal so viel nötig eigentlich. Weil sie können auch gleich hier runter gehen. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. So würde ich halt eine Wegbestimmung machen. Immer, was der leichteste Weg ist. Weil das ist schon eine ziemlich alte Sache eigentlich. Ich will jetzt nicht vom Thema abschweifen, aber, so kam ich wieder mal was anderes zu erzählen, außer, dass wir nicht viel zu tun haben. Ich habe neulich mal wieder ein uraltes Spiel angefasst. Ein RTS. Und da war es wirklich auch so. Wenn man den Truppen einen Befehl gegeben hat, haben sie aufs Terrain geachtet. Es gab Straßen und matschiges Gelände und felsiges Gelände. Und... wenn man den Truppen Befehle gegeben hat, haben sie immer versucht, die Straßen zu bevorzugen und das schlechte Gelände, das sie verlangsamt hat, also das matschige oder das steinige, zu vermeiden. Sofern es halt ging. Also die Art von Wegfindung ist nicht... postmodern.
So. Jetzt können wir noch das hier wegmachen und dann haben wir das Tunneling abgeschlossen. Gut, ich gebe zu, das Spiel hatte war kein 3D-Spiel, es hatte keine Höhen und Tiefen. Deswegen ist es dann ein bisschen aufwendiger vielleicht, aber es ist möglich. Das würde jedenfalls solche Probleme wie den Stau hier an der Treppe, obwohl sie einfach nur einen Schritt weitergehen müssten. Ich meine, guckt sie euch an. Wie sieht es übrigens hier aus? Ich vergesse ja immer mal wieder hierher zu gucken. Sehr, sehr löcherig. So, da können wir jetzt alle vom Tunnel. Wieder zum Quarry schicken. Wieder 4 Ebenen runtergehen. Und dann das Tunneln wiederholen. Nur, dass sie dieses Mal halt nicht von oben aus tunneln können. Wenigstens scheinen sie die Treppe weiter fortzuführen, um nicht wieder zu verbuggen. Oh, und die Sonne geht auch schon wieder auf. Sehr schön. Dann sehen wir uns den schönen Sonnenaufgang an.
So, dann gucken wir mal, was die hier so auffüllen. Oder schieben einfach schon mal ein Stück. So. Ihr seid auch gut fleißig. Haut sogar schon wieder Löcher in eine Ebene drunter. So, dann kann ich um noch zwei verschieben. Ja, bis an den Rand. So. Yay. Wir werden zwar heute nicht mehr fertig mit der Leine, aber wir sind kurz vorm Abschluss. Und wenn nur noch zwei hier und ein Spalt hier drüben. Die sind schon wieder gut beim Auffüllen. Also beim Auffüllen der Lager meine ich. Komischerweise beim Steinbruch schaffen sie es, die Treppe ordentlich zu nehmen. Mann, was die immer mit den Steinen hier haben. Okay, ich würde aber sagen, es ist mal wieder Zeit für einen Cut. Also speichern wir hier. Save Override. Dumm. Und dann sehen wir uns gleich wieder.